Hallo, mein Name ist Jogi Neufeld. Ich bin der Gründer und Betreiber von Subotron, einer Initiative zur Etablierung des Kulturgutes Digitales Spiel im Museumsquartier Wien. Ich bin hier, um den Studierenden der FH Salzburg ein bisschen Geschichte des Mediums und der österreichischen Branche beizubringen. Perfekt. Lieber Jogi, was war dein Lieblingsspiel, dein erstes, und warum war es dein Lieblingsspiel? Ich bin eigentlich generell gegen Lieblingsdinge, weil ich so viele Dinge so gern mag. Ob es eine Schallplatte, ein Film oder ein Buch ist. Allerdings habe ich das erste Handheld, das auf den Markt gekommen ist, Autorace von Mattel, 1977 extrem gern gemocht. Allerdings meine Mutter weniger, darum habe ich es immer unter der Decke gespielt, wenn ich eigentlich hätte schlafen sollen. Aber auch erwähnen muss ich Battlezone von Atari, den Arcade-Automaten, der Anfang 80er Jahre mein ganzes Taschengeld gefressen hat, und zwar zu Recht. Der erste Ego-Shooter, extrem immersiv in 3D. Wenn ich das Geräusch heute höre, bin ich wieder sehr jung. Welche Trends und Veränderungen siehst du auf die Branche in den nächsten Jahren zukommen? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich vielleicht ein bisschen reicher. ganz schwer vorauszusagen. Wer hätte gedacht, dass 100 Menschen, die über eine Insel abspringen, mit künstlicher Verknappung der heiße Scheiß wird? Ich glaube, dass der grundsätzlich die neuen technologischen Entwicklungen da viel vorgeben an Potenzial, was möglich ist. Es wird andererseits auch immer schwieriger sichtbar zu werden und zu realisieren auf dem globalen Markt, weil die Konkurrenz nicht schläft und man verschiedene Voraussetzungen hat, um sichtbar zu werden. Know-how, Finanzen, Partnerinnen, die einem da helfen. Aber ich bin immer total frohen Mutes natürlich, weil wir das spannendste Medium unserer Zeit bearbeiten und da noch so viel Potenzial ist, dadurch, dass es so eine junge Kultur- und Kunstform auch ist und so viel noch nicht ansatzweise ausgereizt ist im Vergleich zu alten Medien wie Literatur, Film und so weiter. Aber eine Prognose abzugeben, ist da behaupte ich unmöglich. Und es ist gut so. Ja, zum Glück. Was ist Teil von deinem Beruf, von dem Leute vielleicht gar nicht wissen, dass es Teil von deinem Beruf ist? Extrem über den Tellerrand zu blicken, nicht nur out of the box zu denken, sondern zu denken, dass da gar keine Box ist. Ich war am Samstag im Burgtheater und habe mir Medea angeschaut und habe sofort gedacht, okay, wie wird das Thema oder dieser Themenkreis in einen Spielkontext passen? Also ich probiere immer ganz viele Einflüsse, ganz viele andere Kunstformen aufzusaugen und zu rezipieren und die umzulegen in dieses Medium meiner Wahl und zu denken, was kann man womit machen. Also ich beschäftige mich nur einen Großteil meiner professionellen Zeit, aber auch meiner Freizeit mit Games, aber auch mit extrem viel anderen Dingen, die zusammenzudenken probiere. Wenn es nur eins gibt, was die Studis von deinen Vorträgen mitnehmen, was könnte das sein? Ganz viele lustige Videos. sie sollen mitnehmen, dass sie erkennen, wenn sie es nicht eh schon erkannt haben, dass sie mit dem spannendsten Medium des 21. Jahrhunderts arbeiten und sich dafür entschieden haben. Sie sollen sehen, dass das eine Geschichte hat, eine sehr wechselvolle Geschichte, aber extrem viel Potenzial hat. In der Vergangenheit Leute sich damit auf verschiedenste Weise sehr kreativ auseinandergesetzt haben und dass sie da noch sehr viel dazu tun können, dass das sich extrem positiv und für alle zu aller Zufriedenheit weiterentwickelt. Wunderbar. Vielen Dank. Danke auch.